Frauen haben in der Sozialdemokratie seit 153 Jahren dafür gekämpft, dass gute Bedingungen für Arbeit, gute Bedingungen für Kinder, Wahlrecht ab 1919 dazugehören, wenn man eine moderne Gesellschaft organisieren will. Heute am Weltfrauentag 2016 haben wir schon viel erreicht, aber unser Kampf ist noch nicht zu Ende. Zum Glück haben wir jedoch gute Verbündete. Auf Bundesebene ist das nicht zuletzt unsere großartige Frauenministerin Manuela Schwesig. Im gesellschaftlichen Bereich haben wir durch junge Frauen wie die Comedian Caroline Kebekus auch da gute Verbündete an unserer Seite. Und nicht zuletzt sind auch Männer auf unserer Seite, wie zum Beispiel der Fraktionsvorsitzende im Aachener Stadtrat, der in seiner Haushaltseinbringung gesagt hat, ich bin ein Feminist. Aber wir dürfen uns nicht zurücklehnen. Wir haben noch genug zu tun. Der Kampf gegen Gewalt gegen Frauen ist noch nicht zu Ende gekämpft. Wir brauchen mehr Geld für eine Aufwertung von Frauenberufen. Und deswegen sage ich auch frei nach Simone de Beauvoir, wer nichts fordert, bekommt auch nichts. Deswegen still loving feminism.